Shadow, klein aber fest, stets fein und blass. Allbeliebt war weit und breit, wegen der Bescheidenheit. Das war Berlin, Zauberstadt Berlin. Wir brauchen gar nichts vorzugaukeln von dem berühmten Widerstand. Wir werden das Kind schon schaukeln, wir nehmen euch alle auf den Arm. Es gibt nur ein Berlin, und das ist mein Berlin. Hält uns doch keiner für normal, das ist uns alles ganz egal. Solang die Welt sich dreht, solang die Zeit vergeht, solang die Bäume im Frühling erblühen, gibt es nur ein Berlin. Von der Isar bis zum Rhein gibt es 112 Parteien. Täglich, juhu, kommt eine dazu. Keiner weiß mehr, was er ist, Nazi oder Kommunist. Das ist Berlin, Zauberstadt Berlin. Doch wenn man zwei Bragi war der Enkel von Heimdall und Ragnar sowie Alba und Slemmer. Bragi war der Sohn von Rasmus und Runa sowie der Mann von Hedda und der Vater von Aldo und Wilm. Bragi war der Großvater von Michi, Sven, Fenja und Smilla, aber auch der Urgroßvater von Lars, Rebecca und Vera und der Urgroßvater von Knut. Endlich schien ich die Namen der Ahnen drauf zu haben, zur frühen Stunde jenen Tages, von dem hier die Rede sein soll. Es war der erste Sonnabend im Juni, ich absolvierte die Feierlichkeiten meines selbst auferlegten Geburtstages, jawohl, meines selbst auferlegten. Denn obwohl ich an einem 17. Januar zur Welt kam, feiere ich meinen Geburtstag am jeweils ersten Sonnabend im Juni. Oder soll ich Zeit meines Lebens an einem Tag mit hoher Niederschlagswahrscheinlichkeit trinken und tanzen? Jener erste Geburtstagssonnabend war ein ganz besonderer, denn am Vormittag absolvierte ich den Umzug vom Prenzlauer Berg in die Plattenbauperipherie Berlins. Außerdem eröffnete ich am Abend meine Ausstellung mit den Ölgemälden. Doch vom geplanten Umzug wussten Heiner und der Dichter nichts. Sie standen gemäß der von mir eingeführten Geburtstagssitte vor meiner Wohnungstür. Es war kurz vor 8, als es klingelte und klopfte. Heiner legte los. Herzlichen! Wie sieht's denn hier aus? Der Dichter stimmte mit ein. Zum Geburtstag. Ziehst du um? Habt ihr Schrippen bei, wollte ich wissen. Klar. Gut, aber fresst euch nicht zu voll, ihr müsst Schallplatten schleppen. Maler und Tapezierer, dein Ehrentag ist das Verfallsdatum meines Kaufhallensalats, ist ein überzähliges Halbjahr des Heizpflasters, ist nicht das Ende des schönen Erbzasters. Danke, o Dichter, aber lass die Schuhe an. Mein Haushalt sollte dorthin, wo die Pappeln die Wolken streicheln und die Mädchenschule wie ein Gefängnis aussieht. Auch die alten Leinwände, die ich vor den Launen der Leute gerettet hatte, mussten rüber. Denn gerne entsorgte man bei mir röhrende Hirsche und verdörrte Blumen in Öl oder Acryl. Ich grundierte die Werke aus aller Welt am offenen Fenster über, damit der scharfe Geruch sofort abziehen konnte. Mitunter sahen einige Flaneure und Jogger zu mir hoch und fragten sich, was ich malen würde. Es fiel auf, dass die Farben des jeweiligen Bildes zwar äußerst kräftig und kontrastreich rüberkamen, dass die Fläche des Motivs allerdings abnahm. Genie und Wahnsinn lagen wohl näher beieinander als bisher angenommen. Ich steuerte stramm auf die Reihe, Knuts Opa war Nazi zu. Na gut, der Bär war damals schon tot, genauso wie die Nazis, die mit Knuts Opa an der Besetzung Norwegens teilgenommen hatten. Jedenfalls äußerte Heiner Fluchtgedanken. Nach dem Frühstück Jeg,
weil ich dich zum Geburtstag besuche, nicht zum Umzug. Wenn du uns verrätst, wo du hinziehst, kommen wir zum Torte töten. Bildet ihr euch ein? Bilden wir uns ein. Erstmal Kaffee kochen. Erst einmal ein Gedicht. Tapezierer, o Maler, deine Mutter lieferte glatt zum Basar verbrannten Kuchen ab. Tapezierer, o Maler, du 5% Berühmtheit aus Prenzlauer Berg.